Es ist nicht so einfach. Ich habe schon eine Absage bekommen, weil der Vermieter wollte einen langfristigen Mieter. Der Vermieter hatte die richtige Vorahnung, denn Markus Weinzierl auf Schalke ist Geschichte. Nicht mal ein Jahr nach der Vorstellung des Hoffnungsträgers bei S04 ist nun schon wieder alles vorbei. Der Coach wurde am Freitag von seinen Aufgaben entbunden. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Nach einer absolut enttäuschenden Saison mit Platz 10 in der Liga hat Weinzierl seinen Kredit beim Vorstandschef Clemens Tönnies und beim Manager Christian Heidel offenbar verspielt. Auch in der Mannschaft rumorte es zuletzt. So kritisierte Jevin Konoplyanka den Coach in aller Öffentlichkeit heftig und bezeichnete ihn als Feigling. Die Nachfolge von Weinzierl soll wohl Domenico Tedesco übernehmen. Der hatte mit Aufsteiger Erzgebirge Aue in der zweiten Liga den Klassenerhalt geschafft.